Mikrostromgeräte sind meiner Meinung nach im Prinzip veraltet. Gerade im Bereich jetzt von Frequenztherapie, Mikroelektronik und so weiter, weißt du selber, ist die Entwicklung rasend schnell. Und was da vor 50 Jahren noch aktuell war, ist heute einfach im Prinzip Schnee von übervorgestern. Und obwohl diese Mikrostromgeräte natürlich sehr preisgünstig sind und sicher auch noch einen gewissen Nutzer habe, würde ich persönlich mir das Geld lieber sparen und für ein paar Euro mehr dann was Vernünftiges kaufen. Das ist halt so ein Riesenthema, generell in der Schmerztherapie, dass halt praktisch, man kann sich vielleicht vorstellen, dass sich dieser Schmerz in die Nerven einbrennt, wenn man das mal so bildhaft da ausdrücken darf. Und dieses eingebrannte Muster von Wahrnehmung, das ist ja eine Wahrnehmung der Schmerz auch, da wieder rauszubekommen, ist wohl jetzt mit einem einfachen TENS oder Mikrostromgerät schlicht und einfach nicht möglich.